Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Half-Life 2 mit Gordon Freeman. Und in der letzten Folge haben wir da hinten mal eben die Gebäude leergeräumt. Und jetzt machen wir uns hier weiter auf den Weg mit unserem Buggy. Und schauen mal, wo uns die Straße hier hinführt. Und da haben wir doch glatt eine weitere Base. Und ich parke mal hier ganz unauffällig, um nicht wieder von irgendwelchen Sachen überrascht zu werden. Wobei ich nicht... Ich sehe von hier aus nichts. Aber das muss natürlich überhaupt nichts heißen. Deswegen gucken wir uns mal mit der Armbrust um, die so einen netten Zoom hat. Aber es scheint eher zu sein, als ob es hier relativ sicher wäre. Schauen wir mal. Na klar. Fjeden, Alter, Fjeden. So, was ist das hier? Okay, ja, habe ich verstanden. Damit müssen wir wahrscheinlich irgendwie was machen. Aber ich glaube, in erster Linie... Oh. Okay, gucken wir mal. Mutter ist überrannt. So, war's das? Okay, pass auf, hier haben wir noch eine Batterie. Zack. So. Ich würde sagen, das speichere ich mal. So, das heißt, hier muss irgendwo noch eine Batterie rumliegen. Irgendwo muss hier noch eine Batterie rumliegen, würde ich jetzt mal spontan behaupten. Und spontan würde ich sagen... eben irgendwie beseitigen. Hier haben wir noch ein bisschen Batterie, Munition, Dings, Auffüllungsgedönse. Oh, hier auch. Sehr schön. Das speichern wir da auch nochmal ab. So, ich brauche aber noch eine Batterie. Eine Batterie. So, das ist entflammbar. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Das kann man nämlich auf so einen komischen rollenden Pinöpel schmeißen, wenn es drauf ankommt. Genau diesen da. Okay, das hat offensichtlich nicht funktioniert. Zumindest nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Okay, gucken wir mal. Ich schau mal, ob man hier irgendwie in die Motorhaube gucken kann. Warum habe ich denn jetzt hier eine Fliege? Geh weg, du Sack. Aber hier kann man... Oh, Entschuldigung. Ach, ärgerlich. Okay, so, pass auf, wir brauchen eine Batterie. Wir brauchen eine Batterie. Hat unser Buggy nicht eine Batterie? Nee. Denn ich vermute mal, sonst kriegen wir das Tor nicht auf. Und das wäre natürlich relativ blöd hier, ne? Hier kann man auch wahrscheinlich, hier kann man rüber zu Fuß, zur Not... Aber das will ich natürlich gar nicht unbedingt. Okay, so, Batterie. Vielleicht müssen wir aber erstmal zu Fuß darüber. Aha. Ich habe dich gefunden. Unter der Badewanne versteckt, mein Freund, der Sonne. So, und schon geht nämlich das Tor da auf, wie vermutet. Und das speichern wir nochmal.
Und dann würde ich halt einmal sagen, nix hier rüber hier. So, ich habe immer ein bisschen Angst, dass mir im Tunnel plötzlich irgendein Panzer entgegenkommt oder so. Und sich denkt, ey, was bist du denn? Ich mach dich tot mit einer dicken Kanone. So, und hier am Ausgang bin ich mal wieder etwas vorsichtiger, bis ich genug sehen kann. Und auch hier haben wir wieder eine Base, aber das scheint ein sicherer Hafen zu sein hier. Hey, hier rüber! Geschafft! Wir empfangen Funkverkehr. Sie suchen das Auto. In die Garage mit dem Wagen. Okay. Hab ich schon gemacht. Okay, Doc. Es geht nur noch zu Fuß weiter. Es gibt einen Geheimweg, die Steilküste lang. Doch niemand kann weg, bis der Angriff abgewehrt wurde. Wenn du uns bei diesem Kampf hilfst, dürfte das unsere Moral stärken. Okay. Oh Mist. Da kommen Landungsschiffe. Machen wir. Landungsschiffe heißt ja, dass man die wahrscheinlich nicht mit dem Raketenwerfer bekämpfen muss, oder? Denn mit dem Raketenwerfer sind wir echt schlecht. Wo sind sie denn? Ich sehe sie gar nicht. Oh, da kommen sie. Padabam! Okay, Freunde der Sonne, dann wollen wir doch mal. So. De weniger. Lander, kommen über die Straße. Über welche Straße? Und was ist ein Lander? Ja, vielen Dank auch. So, Freunde der Sonne, dann sag mal, was ihr könnt. Oh, ach, da hinten. Ja, dann auf, Freunde. Keine Zeit vergeuden hier. Deckung suchen und ruf da. Das ist ja easy. Wo ist der Leuchtturm? Okay, pass auf. Ich versuche doch mal, die Schiffe mit so einem Raketenwerfer zu bekämpfen. Vielleicht muss man die zwangsläufig ausschalten. Damit man... Ah, guck mal da. Damit die halt nicht immer wiederkommen. Aber ich bin mir echt nicht sicher, ob das wirklich hilft. Also, die Schiffe zeigen irgendwie keine Reaktion. Okay, pass auf. Die brauchen überhaupt keine Hilfe von mir, ne? Die machen das alles alleine. Ah, sehr schön. Na dann. Dann springe ich doch da mal rein. So, im Leuchtturm gibt es Raketen. Wo denn hier? In der Kiste?
Sieht irgendwie nicht so aus. Daneben. Daneben. Immer noch daneben. Nochmal daneben. Ah, guck mal, hier geht's. Aha, hier geht's Raketen. So, pass auf. So, ich gehe jetzt mal ganz nach oben. Und gucke mal. Wo ist denn der Helikopter? Da ist er. Au. Du bist auch, du hast ja nicht mal alle, glaube ich, ne? Ja, so, pass auf, so, so. So. Und hier Raketen. So. So, mein Freund der Sonne. Okay. Oh, 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 keine Munition mehr. So. Hier ist ein Medikit. Ja, bring's mal lieber hoch hier. So. Keine gute Trefferquote, ne? Aber das hilft halt nicht. Okay, jetzt muss ich irgendwie mal schauen, dass ich hier mir da nochmal ein bisschen HP hole. Dieser blöde Kack-Hubschrauber ist doch ein bisschen anstrengend. So. Blöder kleiner Drecksack. Das speichern wir jetzt erstmal. Das kleine Kack-Helikopter. Hat uns echt gut zugesetzt. Hier lang, Dr. Freeman. Gehen wir über die Klippen, bevor noch ein Hubschrauber kommt. Ja, lauf. Ich brauche Medikits. Go, 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 go. So. Okay, pass auf, erstmal die Kisten hier mitnehmen. Dort entlang, ja. So, so. Ah, sehr schön. So, erstmal speichern. Dann das Maschinengewehr wieder raus. Wo? Oh. Kleinen Drecksäcke, ne? Ich hasse sowas. So. Erstmal wieder speichern. Ladedaten. So, komm, lad ein bisschen schneller. Ich möchte meine Taschenlampe ausmachen. So, schade, dass wir jetzt keinen Buggy mehr haben. Das ist echt blöd. Ich habe den Buggy nämlich ganz gerne gehabt. Aber gut. Jetzt erstmal gucken, dass wir hier irgendwie heile durchkommen. Da ist der Leuchtturm. Du da! Du Idiot! Nicht über den Sand gehen, Ameisenlöwen! Okay, pass auf. Ich lade das nochmal, der war bestimmt wichtig.
Der war bestimmt sehr wichtig. Okay. Du Idiot! Nicht über den Sand gehen, Ameisenlöwen! Es kommt jemand. Du da! Nicht weiter! Bleibt auf dem Fels! Geh nicht auf den Sand! Die Löwen drehen davon durch! Laszlo, keine Bewegung! Nein! Hilfe! Oh Gott! Laszlo! Musste der größte Geist seiner Generation so enden. Wir wollten uns im Vortigon-Camp Käferköder besorgen, damit uns diese Kreaturen in Ruhe lassen. Aber ohne Laszlo, wozu noch? Ja, du wolltest helfen. Ich bleibe bei ihm. Muss hier noch etwas machen. Okay. Geh weiter. Und hoffentlich mit mehr Glück, als wir hatten. Ja, gucken wir mal, ne? Ich würde eigentlich gerne da in die Mitte... Okay, ich speichere das hier mal. Denn ich bin mir fast sicher, dass da irgendwas Nützliches drin ist. Und ich habe natürlich recht gehabt. Zack. Ameisenlöwen können uns nicht aufhalten. So, speichern wir nochmal. So, wobei die Uhr sagt, dass wir jetzt gleich hier mal einen Cut machen müssen. Ich hasse so Jump-and-Run-Spieler ja, ne? Und das da hinten sieht so schön aus. Okay, pass auf. Das war blöd. Blöden Drecksäcke, ohne Witz, ey. Okay, wir machen an der Stelle mal einen Cut und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge mit Gordon Freeman wieder, wenn wir versuchen, da hinten mal an die Vorräte zu kommen. Wenn euch das gefallen hat, wie immer gerne kommentieren, diskutieren, philosophieren und das Däumchen da oben nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.